Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Booklady und ich habe eine ganze Weile nicht gedreht. Ich glaube, heute ist es genau 2 Wochen her und normalerweise drehe ich immer am Wochenende. Ich habe es auch gemerkt, die Videos kamen ein bisschen unregelmäßig online, weil wir hier auch Probleme mit unserem Internet hatten. Und letztes Wochenende bin ich wirklich überhaupt nicht dazu gekommen zu drehen. Hatte jetzt die letzten Tage zwar die Gelegenheit, aber ich hatte auch Besuch. Also meine Mutter war hier auch mit Übernachtung und irgendwie ist es dann auch komisch, sich ein paar Stunden zu verziehen, um Videos zu machen. Deshalb war jetzt alles ein bisschen durcheinander. Ich möchte aber gerne einfach wieder ganz normal mittwochs und samstags jeweils ein Video hochladen und mal gucken, wie sich das jetzt umsetzen lässt. Das ist echt gerade super chaotisch. Dafür habe ich euch heute einen richtigen Kölner mitgebracht. Das aufzubauen hat auch echt lang gedauert. Das ist das neue Blue Brick Special Set, nennt sich Nave Nostro, ist inspiriert an der Nostromo aus Alien, also das ganz klassische Raumschiff aus Alien, die gute alte Nostromo. Die Setnummer ist 103712. Die Schachtel habe ich jetzt nicht mehr. Aber ihr kennt die Blue Bricks Kartons, das war jetzt einfach nur wieder der braune, war ja Special und nicht Pro, wo man dann so einen bedruckten Karton hat. Ja, und da wisst ihr ja schon, wie die aussehen. Das ist nicht nur groß, es ist auch wahnsinnig schwer. Ich muss wirklich gucken, wie ich es hier im Video wenigstens ein bisschen rumdrehen kann. Ich werde es nicht hochheben, einfach aufgrund des Gewichts. Auf der Packung stand schweres Modell. Und ich dachte erst, oh, wenn die schon finden, dass das schwer zu bauen ist, was wird das denn dann bitte für eine Katastrophe? Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, es bezieht sich aufs Gewicht. Auf der Homepage steht nämlich auch schweres Modell und direkt dahinter in Klammern 4,3 Kilo. 4,3 Kilo. Ich glaube wirklich, schwer bezieht sich in dem Fall aufs Produktgewicht. Und wow, das ist wirklich ein ganz schöner Klopper. Ne, also. Ja, und schon hängt ein Haar von mir dran. Das gibt es doch nicht. Vielleicht auch von der Katze. Wer weiß. Wir mussten das nämlich auf dem Boden aufbauen. Einfach durch die schiere Teilemenge. Und der Rücken hat sich auch bedankt. Ja. Genau, hier ist das Gute. Ich versuche es zu drehen. Ja. Hier, Standfuß habe ich schon abgemacht. Habe ich schon mal. Ich kann euch natürlich auch nicht wirklich Details zeigen. Deshalb habe ich mir ein paar Teile auch daneben gelegt. Das hat hier so Füßchen mit dabei und unten diese Alien-Eier, die bereit sind zu schlüpfen. Hier kommt auch eine raus schon. Ganz süß gemacht. Der kleine Facehugger ist bereit, dich anzuspringen und sich in dich reinzubohren. Ja, wunderschön. Warum denn nicht? Kann man ja mal machen. Hab ja sonst sonntags nichts vor. Ich habe auch hier meinen charmanten Co-Moderator. Er wird leider nichts sagen. Oder zum Glück. Der ist jetzt aus Prometheus. Ich weiß nicht, die Fans kennen ihn bestimmt. Richtig süß, dieser kleine Alienwurm. Hey Baby. Ich mag ihn. Das war so meine erste Alien-Figur, die ich mir gekauft hatte. Ich fand ihn cool, gerade dadurch, dass der so nass glänzend aussieht. Habe ich ihn bei eBay gekauft von einem, der die einfach selbst gemacht hat. Voll heftig. Also ich könnte es nicht. Aber ja. Der kleine Süße ist jetzt hier bei mir. Ich versuche mal, das ein bisschen zu drehen. Wir sind jetzt im neuen Raum und ich muss mich hier erstmal alles gewöhnen. Für euch ist es kein großer Unterschied, weil wir das gleiche im Hintergrund haben. Aber es war hier jetzt schon ein bisschen chaotisch, das alles so einzurichten. Ich drehe es mal. Ich habe mir auch extra nochmal Bilder von der Nostromo angeschaut. Wenn ihr neugierig seid, macht es ruhig auch. Es sieht wirklich richtig gut aus. Also es ist echt richtig gut umgesetzt. Kann es halt echt leider nicht hochheben. Das hat so einen Stammfuß, den baut man komplett aus schwarzen Teilen. Und man kann es auch abmachen, aber bei über 4 Kilo Gewicht kann man es schon machen. Nur ich hier jetzt nicht. Zumal ich mich gerade von einer kleinen medizinischen Behandlung erhole und mir noch etwas der Arm wehtut. Ne? Ihr wisst Bescheid. So ist das halt und das muss jetzt wirklich nicht sein. Wir haben 3.277 Teile hoch. Ich habe hier jetzt so ein bisschen was vorne abgefrühstückt, aber vielleicht finde ich auch gerade noch mal, wo es war. Vielleicht lege ich es auch erstmal auf die Seite. Meistens, wenn ich versuche, was ganz zu machen, mache ich eher noch was kaputt.
Wir hatten uns das auf der Seite angeguckt. Wir laden so zu dritt abends, wir kuscheln immer noch so ein bisschen, muss sein, vorm Schlafen und lagen halt da und hatten uns das auf dem Handy angeguckt, das neue Set, als es gerade rauskam. Und oh, es ist so schwer. Ich weiß auch nicht, wo ich es anfassen soll, weil es so groß ist. Oh, mein kleiner Freund hier. Wäre leichter gewesen, ihn zu verschieben, denke ich. Ich hoffe, ihr habt es jetzt einmal von allen Seiten gesehen. Wir haben uns das jedenfalls angeguckt. Und mein Kleiner hat erst mal so geguckt, oh, was ist das denn Schönes, ne? Und dann sieht er oben, dass es von Bluebricks ist. Und meint so, oh nein, Bluebricks, das geht doch nur in 1000 Teile. Also das Ding ist halt, ne, ihr habt schon öfter geschrieben, Kindermund tut Wahrheit kund oder so. Ich bin überhaupt nicht gut in Sprichwörtern. Aber er kennt es halt von manchen Sets, mit denen er, obwohl man es Kindern nicht unbedingt zum Spielen geben sollte, schon gespielt hat oder versucht hat zu spielen, dass da gerne mal was halt wirklich sehr instabil ist. Das kennt man ja auch, das weiß man ja auch. Und deshalb waren wir bei einem Set mit wirklich über 3000 Teilen halt echt auch schon ein bisschen skeptisch. Dazu gleich mehr. Ich hoffe, ihr konntet es jetzt einmal komplett sehen von allen Seiten. Ich finde halt echt, dass es wirklich sehr schön umgesetzt ist. Also, wenn man sich Bilder davon anschaut. Wir haben erst gedacht, dass es vielleicht in Dunkelgrau näher am Original gewesen wäre, aber eigentlich ist das schon ganz gut so mit diesem Hellgrau. Ja. Preislich haben wir 179,95 €. Einfach mit Gewicht und Teilemenge, da kann man nicht wirklich was sagen. Und für die Leute, die dringend dieses Grau brauchen, es ist auch innen grau. Es ist alles grau, bis auf 2x2 Bricks, die sind blau. Das ist bei Blue Bricks, finde ich. Ich finde es lustig, das kann man ja wirklich so machen. Es ist in Grau, es ist schwarz dabei und so ein mattes Chrom. Ihr wisst schon, was ich meine. Die sehen so ein bisschen glänzend aus, aber auch nicht so richtig. Das sind aber sonst alle Farben, die da drin sind, auch. Also, wenn man wirklich eine große Menge grauer Teile braucht, dann würde sich das quasi nahezu aufdrängen dafür. Ja. Ich versuche es jetzt mal wieder ein bisschen schöner zu positionieren. Ich muss mir dringend mal Kontaktlinsen wieder kaufen. Das steht für mich so weit weg, das könnte genauso gut in China stehen. Ich weiß auch nicht. Ja, der Aufbau. Oder erstmal die Maße. Also laut der Homepage, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgemessen. Ich vertraue der Seite jetzt einfach mal, ist das 23,5 cm hoch. Also, ich denke, da wird schon die höchste Stelle mit gemeint sein. 64 cm lang und 41 cm breit. Ja, das kann schon sein. Also, es ist schon ein großes Set und wie gesagt auch ein schweres Set. Ich denke, gerade wenn man dann einen Platz sucht, um das hinzustellen, ist das vielleicht auch wirklich wichtig, dass das auch so massiv und schwer ist. Ich habe hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, eine Vitrine mit einem Alien-Thema, wo auch der Kollege eigentlich sonst drin steht und noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel auch dieser Xingbao, dieser Alienwurm mit dieser Blutlache, den ich auch schon mal in einem Video hatte. Der ist da auch drin, verschiedene so Sammelfiguren aus verschiedenen Materialien, genau. Und da kommt da dann oben drauf, der Gute hier oder die Gute, Dinostromo ist es ja. Kommt dann oben drauf und passt dann thematisch ganz gut. Muss man natürlich erstmal da hochheben. Ja, es ist wahnsinnig viel übrig geblieben. Das kann ich euch ja gerade empfehlen. Es ist echt ein ganzer Beutel. Da sind auch wahnsinnig viele große Teile. Hier so lange Plates sind da drin. So schräge Teile. Und also es ist wirklich viel, auch wahnsinnig viele von diesen. Ja, haben wir hinten hier bei den Triebwerken. Das sind eigentlich so. Also oft in Modellen sind es Motorhauben. Davon sind hier ungefähr genauso viele drin, wie man brauchte. Wir haben schon, also mein Vater war dann auch da, um meine Mutter abzuholen. Der hat schon gemutmaßt, dass das in einem anderen Set vielleicht dann komplett fehlt. Ich will es nicht hoffen, aber also das ist wirklich ein erstaunlicher ja, Ersatzteilgürtel. Wir dachten auch, wir bauen schon so lange. Was wird das denn als nicht weniger? Hier sind auch so viele große Teile. Irgendwann war man dann am letzten Bauschritt angelangt und dann war es einfach fertig und da lag immer noch so viel. Ja. Ja, der Aufbau war ein bisschen nervig. Aber tatsächlich lag das nur an der Sortierung. Also es gab keine. Das kennt man ja auch, das war bei Bluebricks ja öfter mal so oder eigentlich immer, außer bei Bluebricks Pro. Pro? Ich weiß nicht, warum ich das nicht sagen kann. Oh Mann.
Prost aus der Alien-Tasse. Passend hier. Ja, also es waren halt einfach, manche Tüten waren sortenrein, so kleine Päckchen, so nur mit einmal einsteigen oder so. Aber ansonsten war es halt schon auch wild gemischt und es war auch wirklich viel. Wie gesagt, wir haben das auf dem Boden alles so platziert und mein Mann hat gebaut und ich habe nebenbei versucht, die Teile so ein bisschen zu sortieren. Das haben wir halt an mehreren Tagen immer mal eine Weile gemacht, weil ihr wisst ja, es gibt auch nur eine digitale Anleitung an sich vollkommen okay, wenn man ein gutes Endgerät dafür hat. Viele haben schon gesagt, ein Tablet eignet sich sehr gut. Wir haben das jetzt am Handy gemacht. Das war nicht so super geeignet, weil ich habe dann auch immer gleich geguckt, dass ich die Teile für den nächsten Schritt rauslege. Da musste ich aber erstmal ranzoomen, weil ich habe echt nicht so gute Augen. Ich habe nur minus 1,25, also ich weiß auch nicht. Vielleicht muss das mal wieder überprüft werden. Aber es war halt ein bisschen mit dem kleinen Handy und er muss gucken, was er baut und ich muss gucken, was ich raussuche und so. Ja, war ein bisschen, ne? Und dann lässt nach einer Zeit natürlich, gerade wenn man nur mit den gleichen Farben baut, auch einfach die Konzentration nach. Deshalb haben wir es uns echt auf mehrere Tage verteilt. Was uns allerdings wirklich krass überrascht hat, ist, dass alles gut geklemmt hat direkt. Es ist ja kein Geheimnis, dass es da manchmal so kleine Qualitätsschwankungen gibt, sage ich mal. Gerade die Brick Modified und davon waren auch eine ganze Menge drin. Aber es hält an sich gut, wenn man jetzt hier nicht gerade die schwächsten Stellen nimmt, um es anzufassen. Ne? Also das Gesamte so ist sehr stabil geworden. Das hat uns wirklich auch beim Aufbauen sehr gefreut, dass das so ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob hier vielleicht jemand anderes als sonst die Teile hergestellt hat. Keine Ahnung. Oder ob da wirklich an der Qualität der Teile gearbeitet wurde. Aber hier war wirklich keine einzige Stelle, wo die Klemmkraft ein Problem war. Oder wo es durch wilde Baukonstruktionen irgendwie von den Steinen nicht hergegeben wurde, das so zu machen. Muss ich echt sagen, das ist echt wahnsinnig gut gewesen. Es hat sich super aufbauen lassen. Man hat kein einziges Mal irgendwie geflucht, dass was anderen wieder abgeht. Oder das, was von vornherein sich gar nicht so umsetzen lässt, dass es irgendwie nur so an einer Noppe irgendwo hängt und dann im weiteren Verlauf dauernd abfällt, überhaupt nicht. Also wenn ihr das Modell cool findet, aber davor Angst habt, gerade bei dieser Teilemenge, ja. Also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, bei meinem ist es auf jeden Fall so, dass alles gut klemmt und wirklich gut hält. Und also Wahnsinn, hat sich echt gut bauen lassen. Da hatten wir nämlich auch ein bisschen Bammel. Wir haben hier zwar mal was, was aufgeht hier zum Beispiel, aber es ist kein Innenraum, es ist wie so vergleichbar mit einem großen UCS-Modell, wo es wirklich um die Außenoptik geht. Es ist halt auch wieder ein Display-Modell, es hat auch gar keine Funktion und man hat auch nicht irgendwie innen so Ebenen gebaut, dass man irgendwie Schlafräume, ein Kontrollzentrum, eine Steuereinheit oder irgendwas gebaut hat, einen Maschinenraum. Man hat hier wirklich, es ist, wie gesagt, schwer, es ist schon auch viel innen drin verbaut, aber es ist jetzt nichts ausgebaut, sage ich mal, dass man irgendwie wirklich etwas drin gestaltet hat, sondern man hat wirklich nur alles, was innen verbaut ist, ist nur dafür ausgelegt, dass später alles außen so aussieht, wie es aussieht. Ja, also keine Funktionen, auch kein Innenraum und gar nichts. Ne? Das ist einfach nur zum Hinstellen, zum schön Aussehen und das tut es auf jeden Fall, würde ich sagen. Für mich ist jetzt wieder befremdlich, ich war ja vorher quasi im Dachgeschoss. Jetzt bin ich im Erdgeschoss, direkt neben dem Wohnzimmer. So. Und auch wenn ich das jetzt schon eine Weile mache, ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, ist es immer noch komisch, wenn ich weiß, meine Familie ist von Hörweit. Keine Ahnung, es ist halt immer noch ein bisschen komisch. Mein Mann hat extra freundlicherweise den Saugroboter angemacht, damit er so ein bisschen mich übertönt, damit ich mich nicht so unwohl fühle. Aber ja, das ist schon irgendwie komisch. Man sitzt hier so im Nebenraum und quatscht mit einer Kamera und nebenan chillt so die Familie auf dem Sofa. Naja, gut, ne? Wie findet ihr das so? Findet ihr das interessant? Ich mag, ja, wie gesagt, die alten Alien-Filme sehr gerne. Auch, Alien Covenant, der 2017. Oh, mein Hals wird gerade ganz raus, sorry. Ja, 2017, meine ich, rauskam. Den fand ich auch gut. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich finde das echt schick. Ich finde es cool.
Wir hatten auch ein paar Teile, die so ein paar kleine Kratzer oder so ein bisschen, hier ist so eins, so ein hellgraues Teil, wo so ein bisschen dunkelgraue Spuren drauf sind, die sich aber jetzt auch nicht irgendwie entfernen ließen, so grob. Aber alles in allem sind Teile schön. Die Farbe, würde ich sagen, ist auch durchgehend gleich. Also das hatte ich ja auch schon bei verschiedenen Herstellern tatsächlich, dass wenn man viel von der gleichen Farbe hatte, man so leichte Unterschiede gesehen hat. Das würde ich hier jetzt spontan, so wie ich es gesehen habe. Wir haben abends gebaut, wir haben tagsüber gebaut bei verschiedenen Lichtverhältnissen, wäre mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen, großartig. Also ich würde sagen, hier sind echt die Steine sowohl vom optischen als auch von der Klemmkraft her wirklich in einer guten Qualität. Wie gesagt, falls der ein oder andere deswegen zögert, bei meinem ist es jedenfalls echt gut. Also kann ich mich nicht beklagen. Es gab keine Momente, wo man geflucht hat. Zum Beispiel bei manchen Fahrzeugen habe ich schon ein bisschen geflucht. Das ist ein Geländefahrzeug, das braune zum Beispiel. Da waren echt Stellen, die waren so schwierig zu bauen, dass ich es am liebsten irgendwie an die Wand geworfen hätte teilweise. Aber also sowas gab es hier jetzt wirklich gar nicht. Und auch mein Mann ist jemand, wenn beim Bauen was nicht funktioniert, regt er sich schon sehr leidenschaftlich darüber auf. Also das war hier jetzt echt gar nicht so. Das Raussuchen von den Steinen, ja, das war wirklich. Oh. Teilweise haben wir dann zu dritt gebaut. Meine Mama hat sich auch dazu begeben. Die mag sowas ja nicht besonders. Also bauen ist wirklich nicht so ihres. Dieses ganze raussortieren und dann bauen, das mag sie nicht so, aber sie hat auch geholfen. Zu dritt ging das dann wirklich ganz gut. Ja, also der Bauspaß für die ganze Familie. Ich weiß nicht. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. 3.277 unsortierte Teile. Das ist halt eher so ein etwas längeres Bauprojekt. Es gibt bestimmt auch Leute, die das in einer Sitzung durchbauen. Wüsste dann wirklich gerne mal, wie lange das insgesamt dauert. Wir haben jetzt nicht irgendwie geguckt, wie lange wir da dran saßen, aber wir haben, glaube ich, auf 3 oder 4 Anläufe haben wir das gebaut. Ja. Ich finde es sehr schön, sehr gut gelungen und kann mich hier jetzt echt nicht beklagen drüber. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt, wie gesagt, gerne mal, ob ihr euch das auch holt oder ob ihr das überhaupt schön findet. Ich finde es, wie gesagt, gut umgesetzt. Das ist hier jetzt wieder so eins von diesen Fällen. Das hatten wir letztens schon mal. Da wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es dabei um ein Set aus einem Film geht, wo das hier jetzt halt Nave Nostro heißt. Ich hoffe, ich habe es jetzt überhaupt richtig gesagt. Aber wenn man es kennt, dann weiß man, was es ist. Ja, gut. Das wird wohl irgendwie so eine Absicherungssache sein. Da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Ich finde es, wie gesagt, es ist sehr schön geworden für Alien-Fans und Baustein-Fans. Ist das ja echt mal ganz cool. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß jetzt noch nicht, an welchem Tag ich das hochlade. Deshalb sage ich einfach einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Leben. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder.